Dragon Ball Sparking Zero ist der neueste Game-Teil von der erfolgreichen Anime-Manga-Reihe, die Akira Toriyama geschaffen hat. Ich selbst habe die Mangas sehr gerne gelesen. Es gibt 42 Bände, im Carlsen Verlag übrigens erschienen. Und mit Sparking Zero kommt der neueste Game-Teil nun ja auf die Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X und S und im Steam. Diesmal keine älteren Konsolen, aber eben halt, ja, erstmals auf der neuen Generation, aktuellen Generation, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich habe dieses wunderbare Spiel von Bandai Namco angespielt und wollte euch meinen Eindruck einfach mal schildern. Wie hat es mir gefallen? Welche Herausforderung war es für mich? Und so weiter und so fort. Es ist eine kleine Ergänzung zu dem, denn ich habe schon mal auf der Gamescom, durfte ich bei Bandai Namco erstmals das Spiel anspielen und war auch schon dort ziemlich angetan. Und ich bin, wie gesagt, ein großer Manga-Fan und Gucker und Dragon Ball, damit bin ich auch aufgewachsen. Und deswegen habe ich die Dragon Ball Spiele auch immer ganz gerne auf meiner Liste, ja, zum Spielen. So, Dragon Ball Sparking Zero sieht wirklich umwerfend aus, kann man ja. Man verplappert sich schon im Sprechen, weil es wirklich beeindruckend ist. Es ist Cell-Shading-Grafik, die noch detaillierter und flüssiger sich anmutet. Hintergründe sind schön ein bisschen echter gehalten, obwohl sie sind auch sehr spartanisch. Man darf nicht vergessen, die Manga-Reihe Akira Toriyama hat sie ein bisschen spartanisch gezeichnet. Somit haben wir viele felsige Untergründe, ein bisschen, ja, Canyons, wo gekämpft wird. Es wird eben nicht so wie bei Godzilla in Städten gekämpft, sondern es ist mehr auf, ja, grünen Landschaften, wo die Felsen dann explodieren können und ja, die Zerstörung eben halt ein bisschen optisch zwar dargestellt wird, aber im Endeffekt konzentriert sich das immer auf die Fehde zwischen den beiden Kontrahenten oder Kontrahenten, denn man kämpft ja gegeneinander. In dem Sinne ist es ein Beat'em-up und Action-Beat'em-up, kann man sagen, und das macht auch immer wieder Laune. Sparking Zero ist auch groß gefeiert von den Fans, weil es ist der neueste Teil der Dragon Ball Budokai Tenkaichi Reihe. Budokai Tenkaichi ist damals für die PlayStation 2 erschienen. Drei Teile gab es. Um 2005 herum begann der erste Teil. Später gab es nochmal einen PSP-Ableger, der ist um 2010 erschienen. Hieß Dragon Ball Tenkaichi Tag Team. Sehr interessante Reihe, macht auch viel Spaß. Ist eben halt das normale Beat'em'up. Man erlebt die Geschichte von Son Goku, die man aus den Mangas kennt. Eben halt verbunden mit den wichtigsten Kämpfen und natürlich auch mit zahlreichen Kämpfern. Aber warum ist Sparking Zero denn überhaupt die Fortsetzung von Budokai Tenkaichi? Das liegt aber eigentlich nur bei uns im Europäischen, denn bei uns wurde es so genannt. Im Original, im Japanischen, heißt die Reihe einfach Dragon Ball Z Sparking. So hieß Teil 1, also Tenkaichi Budokai 1 und oder Budokai Tenkaichi 1. Wie man auch möchte. Der zweite Teil hieß Sparking Neo und der dritte Teil Sparking Meteor. Ja, und jetzt Sparking Zero. Die Anfänge ist aber auch nicht ganz wahr. Es ist einfach ein neues Game und im Endeffekt wird uns die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Also, da nehme ich euch nicht voraus. Die meisten Dragon Ball Spiele erzählen diese bekannte Handlung aus den 42 ja, Manga-Bänden immer wieder neu. Und im Endeffekt möchte man das auch nur. Ich meine, darum geht es. Man möchte diese Kämpfe erleben. Man möchte mit Son Goku und seinen Freunden, mit Piccolo, Krillin oder Kurin und gegen Freezer kämpfen. Piccolo mal seiner Seite, mal als Gegner haben. Vegeta bekämpfen, Vegeta spielen und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist das immer ein Riesenspaß für mich. Und deswegen hat mir das auch jetzt sehr viel Spaß gemacht, das neueste Spiel, Dragon Ball Sparking Zero, mal wirklich anzuspielen. Auf der Gamescom durfte ich zum ersten Mal ein bisschen wirklich reinkämpfen. Das hat mir da schon sehr viel Spaß gemacht, weil die Kämpfe sehr, sehr dynamisch sind. Man hat natürlich die ganzen Super-Moves. Man kann sich in Saiyajin verwandeln, in Super Saiyajin, in Ultra Saiyajin und Super God Saiyajin und was nicht alles. Denn erstmals wird jetzt nicht nur die klassische Geschichte aus dem Anime erzählt, sondern auch Dragon Ball Super, diese Ergänzungsreihe sozusagen, die auch sehr erfolgreich ist. Mir persönlich gefällt sie auch sehr gut. Wird, glaube ich, sogar als Anime demnächst noch weiter fortgeführt. Als Manga läuft sie immer noch, sehr erfolgreich sogar. Oder beziehungsweise es gibt Gerüchte, dass sie da noch mal ein bisschen ansetzen. Aber in dem Moment aktuell ist gerade Dragon Ball Daima erschienen als Anime-Serie.
Aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Im Endeffekt haben wir jetzt in Dragon Ball Sparking Zero nicht nur die Grundgeschichte von Son Goku, obwohl wir da ausklammern die Anfänge, so, wo er als Kind ist, gegen wo er die Red Ribbon Armee bekämpft, wo er den ersten Piccolo bekämpft, sondern man startet im Endeffekt wieder mal mit der Dragon Ball Z-Geschichte, die damit beginnt, wo Son Goku erwachsen ist und zum ersten Mal auf einem Turnier gegen Piccolo antritt. Das ist sozusagen immer die Startlinie für Dragon Ball Z. Ja, und dann gab es eben halt die Reihe später, wo er gegen Freezer gekämpft hat. Das ist ja auch eben halt diese Sachen, wo die Saiyajins auf die Erde kamen. Die Cyborg-Saga später, die Buu-Saga. Und genau da setzt dann auch Dragon Ball Super ein, nämlich genau nach der Buu-Saga. Die ist auch komplett Kanon. Und dann wird nicht das Ende, was in Band 42 zum Beispiel vom Manga gezeigt wird, wo er die Reinkarnation von Buu trifft, Ob. Der wird aber als Charakter, kann man ihn auch im Turnier jetzt hier übrigens spielen, im Turniermodus. Das ist dann reich frei wählbar, aber das ist auch noch ein anderer Punkt. Jedenfalls, Dragon Ball Super setzt eben halt nach der Buu-Saga ein und erzählt die Geschichte weiter, kommen neue Charaktere hinzu, wie zum Beispiel eben halt, ja, Gott Beerus, sein Diener Whis, dann das die Paralleluniversen, wo man unter anderem auch noch weibliche Saiyajins trifft, wie Khalifa und Kali und ich habe die Namen noch gar nicht ganz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe die Serie super erst einmal geguckt, aber ich finde sie wirklich fantastisch. Aber man hat auch großartige Gegner, wie zum Beispiel Black Goku oder der schwarze Goku. Richtig spannende Geschichte. Was nicht erzählt wird, ist Dragon Ball GT. GT wird auch ausgeklammert, wobei man als Bonus-Sachen oftmals die Verwandlung, dass er diesen Affenkrieger sozusagen, die Saiyajin-Stufe, wo er Affe ist, oder auch eine Pan, eine jüngere Pan noch davon aus dieser Serie mal wieder zu Gesicht bekommt. Aber in dem Sinne ist das ausgeklammert im Endeffekt. Das wird nicht so erzählt. Jedenfalls die Superreihe wird komplett integriert und dazu zählen auch die Movies, unter anderem eben halt der sehr erfolgreiche Film Broly, womit eigentlich ein Charakter, der mal für einen unabhängigen Movie erschaffen wurde, in dieses Dragon Ball Universum übernommen wurde, und auch der wird jetzt in Dragon Ball Sparking Zero spielbar sein. Dragon Ball Sparking Zero ist grundsätzlich eben halt ähnlich aufgebaut wie alle Dragon Ball Spiele. Was mir auf jeden Fall schon sehr früh gefallen hat, ist allein das Menü. Man kann zwischen verschiedenen Menüs hin und her springen und die Menüs sind immer so kleine Szenerien, wo dann die Charaktere sitzen. Denn im Endeffekt gibt es im Dragon Ball Universum so viele Figuren, gerade auch auf der Seite der Guten, dass man sich durch diese Aufteilung, zum Beispiel bei Bulmas Haus, da sitzt dann Beerus, Whis, Chi-Chi und so weiter, dann springt man weiter in Mr. Satans Büro, da sitzt Buu und Mr. Satan, und man kann weiter dann zu einem Turnier, da steht dann Piccolo, und wenn man weiterhin zum Beispiel zu Mutten Roshis Haus springt, also sprich zur Schildkröteninsel, da ist dann C18 mit Krillin, oder ich sage immer Krillin, weil ich damit aufgewachsen bin, mit dem Anime, da wird glaube ich immer Kurin geschrieben im Anime und Manga, aber irgendwie ist der Name Krillin bei mir immer hängen geblieben durch die Anime-Serie. Ja, und Mutten Roshi im Wald. Man springt so hin und her, sind recht dynamisch, die Sprecher sprechen auch entsprechend dann ihre Dialoge und man hat dann verschiedene Funktionen aufgeteilt. So kann man zum Beispiel auf der Schildkröteninsel bei C18 den Shop besuchen, wo man weitere Charaktere durch Geld und Sachen freischalten kann. Und auch Sachen kaufen kann, wie zusätzliche Fähigkeiten, die dann später aber mehr nicht im Story-Modus, sondern im Arena-Battle-Modus sozusagen, wenn man sozusagen spielt, eingesetzt werden können. Dann gibt es auch Infomaterial, das gibt zum Beispiel eine Enzyklopädie, wo die Charaktere erklärt werden, woher die kommen, wie sie für eine Verbindung stehen, so ein bisschen den Background. Der wird ganz lustig gemacht, denn wenn man bei Mr. Satan im Office ist, kann man sozusagen diese anklicken. Das ist dann wie so ein Smartphone, wo sich dann die Mädels Chi-Chi, Fidel und Bulma drüber unterhalten, so ein bisschen. Das ist ganz lustig gemacht. Überhaupt, dieses Menü ist sehr flüssig und es macht auch Spaß. Und man kann auch zu König Zeno, das ist ja der König der Universen, springen. Und dort kann man noch Bonus freischalten, wenn man gewisse
ja, Trophäen erreicht hat, 20 Mal Kamehameha eingesetzt oder 50 Mal einen verprügelt und so weiter. In dem Sinne wird was freigeschaltet. Ist auch sehr spannend, das gemacht. Im Endeffekt gibt es verschiedene Modis, neben diesen ganzen Features, wo man alle einstellen kann. Und es gibt auch einen Trainingsmodus. Man kann Trainingskämpfe natürlich auch vollziehen, wo man auch die verschiedenen Fähigkeiten anspielt und testet. Dann gibt es eben halt Turniermodus. Damit fange ich am besten an, bevor ich zum Story-Modus komme. Der Turniermodus ist, gibt es in verschiedene Richtungen. Man kann auch offline spielen. Man spielt dann eben halt gegen die verschiedenen Charaktere, die man freigeschaltet hat. Man kann sie aufleveln, man kann sie ein bisschen verbessern, sodass man eben halt gegen diese kämpft. Im Online-Modus kann man natürlich gegen Online-Charaktere antreten oder Spieler und sich noch weiter hochleveln. Das ist eine grundsätzliche Sache, es geht ja nur ums Gegeneinanderprügeln und das ist super vielseitig. Gerade die verschiedensten Charaktere, jeder hat seine Spezialtechniken, jeder seine Fähigkeiten und auch die Charaktere existieren ja in verschiedenen Varianten. Das heißt, Son Goku gibt es ja nicht nur einmal, sondern zigmal und der hat auch dadurch verschiedenste Fähigkeiten, denn es liegt auch an, welche Stufe man von ihm hat. Hat man einen frühen Son Goku, hat er noch nicht zum Beispiel den Ultra Saiyajin oder den Saiyajin und kann vielleicht auch noch nicht die Genki Dama als Angriff starten. Naja, es ist auf jeden Fall sehr spaßig und es macht auch sehr viel Laune, dieses Turnier zu spielen. Im Trainingsmodus, wie gesagt, man kann auch gegeneinander antreten, einfach so kämpfen, ohne irgendwelche Sachen, einfach ein Spaßkampf. In dem Sinne lernt man aber auch die verschiedenen Techniken da kennen. Das ist alles sehr gut gemacht, sehr einfach gehalten. Man kann sich sozusagen steigern und auch herausfinden, wie es funktioniert. Der eigentliche Kampf ist ja auch ganz simpel. Das ist typisches Button drücken, man entsprechende Kombinationen, hat man Angriffe, verschiedene Fähigkeiten. Dann kann man sich natürlich auch aufpowern und wenn man aufgepowert ist, da gibt es eine Leiste ganz oben in der Ecke, den verschiedenen Stufen kann man verschiedene Angriffe starten. Aber auch wenn man eben halt die Sparking-Kraft sozusagen stark erhöht hat, das wird sozusagen noch ein zweites aufpowern, kann man eben halt noch eine Superkraft einsetzen. Eine Super Genki Dama, Super Kamehameha, eine entsprechende Fähigkeit, ganz welche Stufe man gerade benutzt von dem Charakter. Wie gesagt, macht sehr viel Laune und ich kann da stundenlang eigentlich drüber erzählen, wie es funktioniert. Ihr seht jetzt hier ein paar Szenen, wie ich kämpfe. Die sind Aufnahmen vom Kampf, stammen von der Gamescom. Da durften wir mitschneiden und das ist, glaube ich, das Einfachste. Da habe ich gegen Vegeta gekämpft und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr seht auch, wie die Hintergründe aussehen. Sind einfach, aber auch sehr detailliert. Ein bisschen realistische Grafik dabei. Die Charaktere sind natürlich dreidimensional gehalten und die sind im Cell-Shading-Look. Der noch ein bisschen besser aussieht, weil er wirklich ganz comicartig. Man hat durch diesen Cell-Shading-Look, wo man eben halt diese Clear Lines, wie damals Herr Gese immer gerne sagte bei Tim und Struppi, der das im europäischen Bereich geschaffen hat, werden sozusagen die Konturen dargestellt und somit hat das so eine Mischung aus 2D-Look und 3D-Look. Sieht aber auch richtig gut aus, weil die Schattierungen, die Shader sind wirklich gut und auch die Animationen sind super flüssig. Ja, kommen wir aber mal zu dem wichtigen Teil, die Story. Dragon Ball Story wird nicht neu erzählt, im Endeffekt, sie wird von Anfang an wieder erzählt. Wir kennen sie alle, da gibt es nicht so viel Überraschung und doch gibt es Überraschung. Das fand ich richtig gut an dieser Sache. Es beginnt damit, wenn man in den Story-Modus geht, man kann die Story aus von der Sicht von verschiedenen Charakteren spielen. Wir haben als Beispiel Son Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, auch Black Goku, obwohl da muss ich zugeben, ich habe den noch nicht freigespielt, aber da bin ich auch mal gespannt, wie es funktioniert. Und dann hat man sozusagen eine Art Übersicht. Es ist so ein bisschen wie eine Rückblende aufgebaut. Als ob man eben halt damals, dass man das Menü ja sieht vom Dragon Ball Super Design, wird sozusagen rückblickend gefühlt erzählt, wie die Geschichte dann abläuft. Man sieht dann so eine kleine Insel, die dann verschiedene Szenarien der Geschichte sozusagen widerspiegelt. Zum Beispiel Namek mit den Bäumen, markanten Orten wie Freezers Raumschiff, das Haus des Ältesten und so weiter. Oder das Raumschiff von Son Goku, wovon man aus gestartet ist. Im Endeffekt ist das so ein bisschen markante Punkte auf der Karte gemacht. Das wird durch eine Linie und durch feste Punkte, wo man eben halt Kämpfe oder Story-Elemente hat, angezeigt. Man läuft die Story eben halt von A bis B linear ab und es wird erzählt nicht nur in Animationen, also es wird so ein bisschen leicht animiert erzählt, aber auch in Standbildern, so ein bisschen Fotostyle wird die Geschichte erzählt. Sie ist wirklich stark gerafft,
auf die Höhepunkte bezogen. Und ich muss dazu sagen, wer dann Dragon Ball wegen der Story spielt, der sollte doch schon ein bisschen Background haben. Denn das ist ganz schwer, wenn man wirklich Neuansteiger ist, da jetzt reinzufinden in diese Geschichte, die doch mittlerweile recht komplex ist, auch wenn sie sich fast nur um Kämpfen dreht. Naja, das ist eben halt Gewöhnungssache. Auf jeden Fall kann man jetzt eben halt diese Geschichte erfahren. Man spielt sozusagen die Geschichte. Bei Son Goku beginnt sie eigentlich jetzt wirklich auf der Schildkröteninsel, wo dann der erste böse Saiyajin auftaucht, nämlich Raditz, der böse Bruder von Son Goku. Der entführt Gohan, den noch kleinen Jungen von Goku. Und dann geht es los sozusagen in die Befreiungsaktion mit, ja, um Gohan zu befreien. Denn der Vater möchte natürlich den Sohn befreien. Und hier fängt er schon mal an, ein bisschen anders dann zu werden, wenn man da ein bisschen genau guckt. Dann taucht Piccolo auf und der fragt, Goku, brauchst du meine Unterstützung? Und dann kann man wählen als Spieler. Ja, Piccolo soll mich unterstützen und nein, Piccolo soll mich nicht unterstützen. Und hier wird ein bisschen alternative Storylines freigeschaltet, je nachdem, wie man sich entscheidet. Es kann auch die unterschiedliche Kampfausgänge sein. Und das macht das ganz interessant, denn so kann man noch mehr die Geschichte ein bisschen anders erleben. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Feature. In dem Sinne, nehmen wir mal an, wir nehmen Piccolo mit. Das ist dann auch so, wie die Manga-Linie die Geschichte erfährt. Und man kämpft sozusagen, oder fliegt dann zu Raditz und kämpft gegen Raditz. Raditz wird dann ganz normal geprügelt, je nachdem, welche Attacken man einsetzt. Aber es hier ist auch interessant, je nachdem, wie zum Beispiel die Power von Son Goku entsprechend beim Kampf aussieht, wenn er kurz vor Ende ist, oder dann werden verschiedene Zwischensequenzen freigeschaltet. Es gibt auch im Kampf leichte Zwischensequenzen, wenn sie ihre Angriffe bringen und so weiter. Aber dann wird zum Beispiel, greift Piccolo ein. Und Piccolo, in Manga auch es, macht einen Spezialangriff, wodurch nicht nur Goku getötet wird, aber auch eben Raditz besiegt. Goku stirbt natürlich nicht, er landet im Jenseits, trainiert beim Meister Kaio später, um stärker zurückzukehren, wenn er wieder durch die Dragon Balls zum Leben erwacht wird oder zum Leben gebracht wird, um dann gegen Vegeta erstmals anzukämpfen. Aber in dem Sinne nehmen wir das jetzt mal als Beispiel für die veränderte Story. Sind wir im Kampf gegen Raditz zu gut und besiegen Raditz komplett und wir haben noch einen erhöhten Anteil unserer Lebensenergie, dann ist Raditz besiegt. Und dann tauchen die Saiyajins auch nicht auf, denn die erfahren nie, dass Raditz im Endeffekt besiegt wurde. Das war zu gut einfach. Und in dem Sinne, nee, das stimmt nicht ganz, die kommen schon, aber es gibt dann einen anderen Ausgang. Son Goku ist eben halt dann nicht im Jenseits, kann er nicht trainieren. So ist man ein bisschen alternativ, das Ganze. Man verfolgt schon die Linie und ähnlich ist es dann auch so, man hat andere Ausgänge. Bei Cell ist es auch so, wenn du kannst Cell dann komplett besiegen und das ist vorbei. Und dann endet diese Saga sozusagen. Ein bisschen wird dieser alternativen Faden dann gerne wieder zum Hauptfaden gelenkt. Aber im Endeffekt kann der auch enden. Und dann muss man sozusagen von einem neuen Punkt neu starten. Wird auch ein bisschen in den Menüs angezeigt, wenn man genau guckt, welche Voraussetzungen, welche Kampfbedingungen man erfüllen muss, um gewisse Ausgänge zu erreichen. Jetzt gehen wir zurück nochmal zur Schildkröteninsel, zu unserer Entscheidung. Wir nehmen Piccolo nicht mit. Dann begleiten uns Krillin und Muten Roshi. Und wir kämpfen dann in dieser Kombination, beziehungsweise wir kämpfen alleine. Die anderen unterstützen uns auf eine Art, so ein bisschen durch Dialoge, durch ein bisschen ein paar Moves sozusagen. Und wir kämpfen gegen Raditz. Dann kann es genauso ausgehen. Piccolo kann aber auch auftauchen, je nachdem, wie unsere Lebensenergie wieder ist. Also da entscheidet sich das komplett dann eben halt, welche Ausgänge man hat. Und so hat man diesen bisschen alternativ, diese Elemente. Und das macht es auch Spaß, diese Sachen zu ergründen und herauszufinden, wo ist denn da noch was. Ich finde, das ist spannend, weil im Endeffekt gibt die Storyline, wenn man sie kennt, so wie ich, der jetzt schon zig Dragon Ball Spiele gesehen hat, der die Serien kennt, in- und auswendig, die Manga kennt, was gibt es dann noch Neues? Das ist es eben halt. So kann man noch ein bisschen mehr herausfinden und das macht auch sehr viel Spaß. Ist aber auch herausfordernd. Die Kämpfe sind nicht unbedingt einfach, denn man hat ja einen Goku zum Beispiel, der noch nicht Super Saiyajin ist. Man kann sich nicht einfach in dieser Storyline-Phase dann in einen Super Saiyajin verwandeln. Das geht nicht. Aber es macht echt viel Laune, dieses herauszufinden. Und ja, es wird über die Karte angezeigt und entsprechend werden dann die Ausgänge gemacht. Und ja, weiter werden dann hier und da, wie gesagt, ein paar alternative Storyfäden dann sozusagen
verknüpft und man hat so ein bisschen andere Dialoge. Das macht auch sehr viel Spaß. Ähnlich ist es dann, wenn man mit anderen Charakteren wie Gohan. Gohan beginnt gleich nach dem Kampf gegen Raditz, wo man dann zusammen eigentlich die Ausbildung von Gohan, von Piccolo in Vorbereitung auf den Kampf gegen Vegeta und Nappa bestreitet. So spannend ist es eben halt und das macht auch tierisch Spaß, eben halt die Dinge zu erkunden und zu ergründen. Das kann man so sagen, so ist die Storyline und es ist so, dass mir natürlich dann grundsätzlich in der Reihenfolge, wie wir sie auch aus dem Manga kennen, eben halt Namek erkunden. Wir haben die Cyborg-Saga, wir kämpfen gegen Cell und wir kämpfen gegen Buu und dann beginnt all das, was wir in Dragon Ball super erleben. Und doch kommt irgendwann dann Broly vor, wir müssen gegen Black Goku kämpfen, wir haben das Duell um die Universen. All das werden wir da auch erleben können. Finde ich richtig toll, dass das so schön integriert ist und es gibt ja auch eine ganze Menge cooler Charaktere, die auch freigeschaltet werden durch unsere Kämpfe, durch das, was wir erreichen, aber auch eben halt, uns freikaufen müssen. Aber es macht Spaß, dieses überhaupt zu ergänzen, weil es gibt so viele coole Charaktere und man kann ein bisschen mehr von ihnen sehen. Das Spiel, wie gesagt, sieht super aus und es macht auch Laune. Es ist im Endeffekt, man kann sich da zurechtfinden. Es ist auch herausfordernd, jeder Kampf ist anders und einige sind richtig heftig schwer. Es sind Herausforderungen. Was hat mir nicht gefallen? Im Endeffekt muss ich zugeben, hat mir nur Kleinigkeiten nicht gefallen. Wir können das Spiel in zwei Sprachen spielen. Wir können es in Englisch, also mit englischer Sprache. Deutsche Texte sind übrigens komplett. Es ist alles eingedeutscht in Texten. Aber sprachlich haben wir nur englische Auswahl oder japanische Auswahl. Und ja, alles ist sonst in Untertiteln in Deutschen. Aber hier hapert das, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Übersetzung ist schlecht. Tut mir leid, die ist wirklich nicht gut gelöst. Hier, da holpern die Sätze. Es ist sehr seltsames Deutsch manchmal hier und da. Aber man hat einen rangesetzt, der sich im Dragon Ball Universum nicht auskennt. Einige Sachen sind komplett übersetzt, variieren auch. Zum Beispiel, wenn man den deutschen Anime kennt, und ich gehe davon aus, jemand, der dieses übersetzt, sollte sich dann auch mit dem deutschen Namen vertraut machen. So wird zum Beispiel Black Goku, also schwarze Goku, Black Goku genannt. Hier wird er jetzt schwarzer Goku genannt oder Schwarz Goku. Ja, das ist das eine. Und dann hat man übersetzt nach der US-Übersetzung. Und das merkt man in Untertiteln. Denn wir haben angepasste Namen nach Japan und nicht nach Amerika. Amerika hat teilweise vereinfachte Sachen. So wird zum Beispiel die Kampftechnik Genki Dama in Amerika einfach nur Spirit Bomb. Also, Geisterbombe oder spirituelle Bombe genannt. Ja, und Jin Dujun, die Donnerwolke, die berühmte, da wo auf Goku am Anfang rein, die hat auch einen ganz anderen Namen im Englischen. Zusätzlich auch einige Charaktere. So ist Gott Berus, der heißt Gott Bills. Und natürlich gibt es einige gleiche Namen, aber das ist nicht angepasst worden. Und das finde ich schade. Also hier hätte man aufpassen müssen, man hätte auch ein bisschen gucken müssen, welche Namen sind für Dragon Ball wichtig. Da ist bei der Übersetzung leider geschlampt worden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich erwarte keine deutsche Synchronisation, wäre natürlich super gewesen. Aber dann doch bitte eine deutsche Untertitelübersetzung mit jemandem, der sich auskennt. Das ist mein größter Kritikpunkt eigentlich gewesen. Klar, grafisch, was willst du dann noch rausholen? Ich meine, es läuft auf der PlayStation 5, auf der Xbox Series X. Ich erwarte flüssige Animationen, die passend sind zum Zeichentrick-Look. Da passt es natürlich auch, wenn mal einige Sachen ein bisschen abgehackt sind und so weiter. So ein bisschen dieses Comic-artige. Das ist aber auch nicht extrem. Das ist wirklich ganz leicht. Das sind trotzdem sehr, sehr flüssige Bewegungen, wo man merkt, dass auch schon ein bisschen mit Motion Capture gearbeitet wurde, um Bewegungen zu kriegen. Ansonsten sind das ja fantastische Charaktere, die ihre eigenen Styles haben. Man hat aber mit sehr viel Liebe eben halt die Animes und Manga-Sachen umgesetzt und eingeflochten. Ja, so viel möchte ich jetzt einfach mal sagen zu dem schönen Spiel Dragon Ball Sparking Zero. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist Herausforderung. Es ist die Geschichte wieder zu erleben, die alternativen Storypfade erkunden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch Spaß gehabt, online mich mit Gegnern zu prügeln und immer mal wieder einen neuen Charakter auszuprobieren. Ich kann mir im Shop einige Fähigkeiten dazu kaufen. Das durch Geld, was ich immer wieder zwischendurch auch in der Story Battle und so weiter erreiche. Ich kann auch ein paar super Sachen durch Glücksspiel spielen, indem so ein bisschen Dragon Ball sammel und dann kann ich Shenlong und Poluga, also den Shenlong von Namek beschwören und ich kann sogar die Super Dragon Balls beschwören. Dann heißt, ich kann da gewisse Sachen freischalten.
viele Herausforderungen, viele Dinge herauszufinden. Man kann Charaktere aufleveln, man kann sein Spielerlevel aufleveln. Unheimlich viel, aber was wichtig ist, man hat viel Spaß dabei. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Spiel eben halt zu spielen. Und das war jetzt nochmal zum Abschluss auch ein großes Dankeschön an Bandai Namco, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben, damit ich das so richtig schön spielen kann. Ja, und ich habe eigentlich, will ich noch sagen, ich habe eben halt hier ein paar Bilder eingeblendet, die ich selbst gemacht habe und auch eben halt das Footage vom Kampf. Im Endeffekt fasst das zusammen, wie das aussieht. Ansonsten habe ich ja Bilder gezeigt, wo die Charaktere zu sehen sind. Ihr seht, so viele Charaktere sind dabei, die natürlich immer im Kampfmodus sind. Man kämpft gegeneinander und ich glaube, jeder hat seinen Lieblingscharakter inzwischen. Ob nun aus dem klassischen Dragon Ball oder der Dragon Ball Z-Serie oder eben halt aus der Dragon Ball Super-Reihe. Natürlich gibt es einige Figuren, die leider nicht kämpfen, wie jetzt eine Bulma, die kämpft nicht. Aber eben halt eine ganze Menge cooler Charaktere und man kann Trunks spielen, man kann Vegeta spielen, man kann Goku spielen und es sind weit über 30 Charaktere. Ich habe jetzt eine Zahl in den Raum geworfen, es waren schon immer super viele Charaktere und man kann so viele spielen. Also man ist da echt lange beschäftigt. Wie gesagt, mir hat viel Spaß gemacht und jetzt hoffe ich, dass es euch auch Spaß macht. Diese Collector's Edition ist ebenfalls herausgekommen, wahlweise für die PlayStation 5, Xbox Series XS und dem PC. Und ihr könnt sehen, eine richtig schöne Diorama-Figur von Broly und Son Goku im Kampf. Finde ich richtig gut gelungen. Dazu gibt es metallische Lesezeichen und ja, Season Pass ist mit drin und so ein paar digitale Extras. Ich habe sie leider nicht, deswegen kann ich euch nur dieses Bild dieser Collector's Edition zeigen.